Willkommen zum heutigen Thema von meinem Beitrag. In diesem Beitrag will ich mal aus meiner Sicht darstellen, wie es in Deutschland geht mit Geburt eines Kindes, sozusagen Aufklärung, Vorsorge, was macht der Staat dafür, was macht Vater, Mutter dafür, weil das beginnt schon viel früher, das Problem mit der Schwangerschaft. Ich will jetzt nicht vom Beischlaf, aber man muss sich schon früher vorbereiten, ein Fundament schaffen, wenn man ein Kind haben will. Und deshalb, wie ihr seht, fangen wir mal an. Kinder in Deutschland, Geburten sind 779.000 Geburten jährlich. Ich war auch mit meinem Sohn im Krankenhaus, das war vor 31 Jahren. Und es sterben bei der Geburt jährlich 2.400 Kinder. Schade um jedes Kind, was da stirbt. Außerdem sind fast 1 Million Kinder, die behindert sind, bis zum Alter von 16 Jahren. Viele Behinderungen kommen von der Geburt, kommen von dem Geburtszustand, kommen von der mangelnden Vorsorge vor der Geburt, vor der Schwangerschaft und auch während der Schwangerschaft. Wird nach meiner Meinung nicht viel getan. Und fangen wir mal an. Ich habe immer wieder Menschen, die mich anrufen, Herr Franz, ja wissen Sie, wir haben schon probiert, schwanger zu werden, künstliche Schwangerschaft, die Insemination kostet 400 bis 500 Euro, wird das, die Samenzelle des Mannes, intrauterin, um alles rein, plus Medikamente, was da noch kommen, ist ein Tausender weg. Dann haben wir die künstliche Eizelle, wo befruchtet wird und dann eingesetzt wird in die Gebärmutter. Die kostet zwischen 3.000 und 5.000 Euro, plus Medikamente 1.000 Euro. Eine Erfolgsquote von 22%. Es müssen 4-5 Versuche unternommen werden, Hoffnungen von den Eltern. Aber die meisten Frauen verlieren das Kind mit 2-3 Monaten. Ich werde euch erklären, warum, was meine Meinung von dem ist. Und viele Menschen rufen mir an, Herr Franz, wisst ihr, ich habe mein Kind verloren. Wir haben es schon 7-8 Mal. Ich habe einen Fall gehabt von Frankreich. Die haben gesagt, wir haben schon 7-8 Mal probiert, künstliche Befruchtung sind auch schon 20-30.000 Euro weg, aber wir haben noch immer kein Kind, falsche Hoffnungen. Nach der Befruchtung wird die Eizelle eingesetzt, da kommt ein Warten und Warten, was soll passieren, wenn der Körper die Schwangerschaft nicht annimmt, weil vorher keine richtige Vorsorge betrieben worden ist, kann es auch niemals funktionieren. So, jetzt zeige ich euch mal einen Fall, was in Deutschland so passiert. Die Menschen in Deutschland, die meisten nehmen keine Nahrung, sie gehen zum Müll, die Körper sind sozusagen am Limit. Und dann irgendwie klappt es halt im Bett oder mit den Nachbarn und die Frau wird schwanger. Das größte Problem, was die meisten Frauen in Deutschland haben, kann ich die Schwangerschaft behalten, was kann ich jetzt machen? Ja, wenn du jetzt deine Schwangerschaft behalten willst, dann musst du halt ein wenig viel früher anfangen und mal ein Fundament haben, weil eine Schwangerschaft beansprucht den Körper. Und wenn ich einen ganz schwachen Körper habe, ohne Nährstoffe, da wird der Körper sagen, die Frau, die Mutter ist mir wichtig, Kind kann wieder eins kommen und da verlierst du die Schwangerschaft. Und es sind Tausende, zigtausende von Schwangerschaften, die verloren gehen. Warum? Weil die Mutter keine Nährstoffe hat. Jetzt haben wir das Problem, soll die Mutter früher anfangen, Nährstoffe zu nehmen, was sie nehmen sollen, aber ich sage, am besten beide nehmen. Der Mann und die Frau nehmen, weil es ist nicht eine einseitige Angelegenheit. Da kommst du zu Sachen, wo es heißt, der Sperma meines Mannes ist nicht gut, es wird die Schuld von einem auf den anderen geschoben. Deshalb würde ich, okay, ich habe jetzt schon ein Kind, aber nicht ich, meine Frau hat es gebären. Und ich würde schon im Frühjahr anfangen, 3-4 Monate vorher einfach Sachen nehmen, Mann und Frau. Was ich nehmen würde, erstmal die meisten Schwangeren, weil 80% der Bevölkerung akuten Vitamin-D3-Mangel hat, würde ich als Schwanger erstmal einen schönen Vitamin-D3-Spiegel haben. Mein Mann genauso, würde ich mal 10 Tage 30 Tropfen Vitamin-D3 nehmen, mein Mann auch. Danach würde ich täglich meine 10 Tropfen Vitamin-D3 nehmen, damit der Körper sagt, okay, diese Frau ist im Leben, die ist vital, die hat eine gute Verdauung, ist aktiv, gute Atmung, Durchblutung, alles. Jetzt können Sie sehen, was da im Unterleib von einer Frau da alles los ist. Das sind Tausende und Tausende von kleinen Äderchen, Versorgung, jeder kleine Millimeter von dem muss versorgt werden. Und da wächst demnächst dein Leben. Dann zweitens würde ich für eine gute Durchblutung im Unterleib, würde ich einen Traubenkernextrakt, einen OPC,
verbessert die Mikrokapillardurchblutung in meinem Unterleib. Mein Mann soll dasselbe machen. Zusätzlich, was müsst ihr halt nehmen? Eizelle ist auch eine Menschenzelle, genau wie die Spermien und sowas. Würde ich Carnitin nehmen, einen kleinen Messlöffel, 2 Gramm Carnitin nehmen. Damit auch bei Manns Carnitin verbessert die Spermienqualität des Manns, die Menge und die Schnelligkeit, die Bewegungstauglichkeit des männlichen Spermien. Außerdem durch Carnitin werden meine Zellen rezeptiv sein, egal ob ich eine Frau bin, eine Eizelle habe. Carnitin ist eigentlich der Mund der Zelle. Nach T3 würde ich Carnitin nehmen. Außerdem würde ich Vitamin C nehmen. Wenn da ein Kind in meinem Bauch entsteht, die meisten Menschen sagen, okay, viele Schwangere haben richtig Probleme nach der Schwangerschaft. Was passiert? Es entstehen Krampfader. Ihr seht, ich habe Füße wie 18-Jährige und obwohl ich jetzt 62 bin, da was ihr mir habt, ihr seht, so das Vitamin C ist sehr wichtig. Warum? Der ganze Fötus besteht aus Vitamin C. Unser Körper besteht aus Vitamin C. Wir sind ein Sammelsurium von Zellen, so wie eine Wabe, und da sind die Zellen drin, das Kollagen. Und darum passiert es öfters, dass am Ende der Schwangerschaft, am 7. Monat, wenn überhaupt eine Frau die Schwangerschaft halten kann, ohne gute Vorsorge betrieben zu haben, beginnt der Körper das ganze Vitamin C aufzugebrauchen. Und da sagt der Körper, okay, Vitamin C ähnelt mit Zucker, ich halte den Zucker drin und sie bekommen Schwangerschaftsdiabetes. Was macht die Ärzte? Statt Vitamin C vorsorge ich schon vorher zu verabreichen, wird Metformin gegeben und es beginnt halt mit den Pharma-Maßnahmen, mit in der Schwangerschaft. Außer Vitamin C würde ich auch Vitamin B12 nehmen. Die meisten Frauen und Männer, die Kinder kriegen, wissen nicht, dass Vitamin B12 unsere Erbsubstanz ist. Da heißt es, viele, ja, ich bin nicht schwanger, ich bin unfruchtbar. Vitamin B12-Mangel führt eigentlich zu Unfruchtbarkeit. Es kann, wie groß soll mein Kind ist, die Erbsubstanz alles, wie hoch, ich weiß, junge Mädchen, 1,80, 1,60, grüne, blaue Augen, das ist unsere Erbsubstanz. Und Vitamin B12 bestimmt die Erbsubstanz. Außerdem, viele wissen nicht, dass Lysinmangel ist eine einfache Aminosäure, führt einfach zu Unfruchtbarkeit von Männern und Frauen. Da würde ich Vitamin B12 nehmen, zweimal Vitamin B12 lutschen. Mehr oder weniger würde ich ausschließen, wenn ich weiß, Magensäure habe oder Reflux habe, dass Vitamin B12 über den Mund aufgenommen wird. Lutschen, da würde ich Lysin nehmen. 1 Gramm Lysin pro Tag sind 2x 500 Milligramm Lysin, würde ich nehmen. So. Außerdem würde ich einen B-Komplex nehmen und gleich nach der Schwangerschaft und auch vorher würde ich halt die Folsäure. Was mich ärgert in Deutschland, dass obwohl schon seit 20, 30 Jahren bekannt ist, dass der Mangel an Folsäure an Schwangere ein Kind, dass eine Schwangere ein Kind gebärt mit offenem Rücken, bis wieder, was wird gemacht? Es sind noch immer in Deutschland gebären Frauen Kinder mit offenem Rücken. Sowas kann in so einem Land wie Deutschland, fortschrittliches Land, nicht sein. Und deshalb hingen wir auch hinter Japan, hinter Schweden, sind Länder, die richtig eine Ahnung haben. Darum sage ich, wenn eine Frau und ein Mann nicht rechtzeitig diese Nahrungsergänzungsmittel nehmen, da werden sie auch keine Chance haben. Es werden immer Überraschungen sein und da nutzt auch die ganze künstliche Schwangerschaft nicht, weil ein schwachen Körper kann eine Schwangerschaft nicht sein. Und die Amerikaner, die sind ja noch schlauer, die entwickeln sogar nicht eine Eizelle, sondern lassen das Embryo wachsen. Und da wird in den Mutterleib ein kleines Embryo reingesteckt, lebendig, und da stehen sie, warten sie 2, 3 Wochen, was passiert und was passiert. Die Schwangerschaft des Kindes geht verloren, weil der Körper sagt, dieser kleine Eindringling kann in diesen schwachen Körper nichts bewirken, höchstens schwächt ihn noch stärker und dann macht die Evolution ihren Kreislauf, sie verliert das Kind. Deshalb, so ich sage, jetzt bin ich halt schwanger, ich habe es geschafft. Ich würde auch während der Schwangerschaft weiter meine Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Ich würde meine 5-Tropfen-D3 nehmen, weil Sonne bin ich ja nicht lange überhaupt. Wenn ich schwanger bin, kann ich auch mich nicht viel bewegen. Ich kann auch nicht extreme Hitze ausstehen. Würde ich meine 5-Tropfen-Vitamin-D3 nehmen, würde 5-Tropfen-K2 nehmen, würde eine OPC nehmen, weil ich brauche eine richtige Durchblutung. Darf ich auch da reden, bitte? So, ich brauche richtige Durchblutung im Unterleib, da bin ich sicher, dass mein Fötus versorgt ist. Da würde ich weiter, ich weiß, die ersten 4 Monate meine Folsäure nehmen, die 400 Mikrogramm, damit das Kind gesund ist. Und einfach auch, wenn ich Schmerz während der Schwangerschaft, würde ich nicht auf künstliche Mittel, weil es geht alles auf Hüfte, Knochen, alles. Würde meinen körpereigenen Schwefel nehmen, würde ich MSM nehmen, körpereigenen Schwefel, was natürlich ist. Ich habe ja in meinem Körper 140 Gramm Schwefel im Körper, demnach, Radnik, bitte lass mich reden, lass die Mami jetzt reden, okay. So, dass einfach nicht aufhören, weiternehmen auch während der Schwangerschaft
und auch das Vitamin C, weil es wird, umso größer wird das Kind im Bauch, umso mehr Vitamin C wird gebraucht für den Fötus. Und wenn kein Vitamin C da ist, wird der Körper für das Kind das Vitamin C von der Schwangeren nehmen. Da kommen mal Hämorrhoiden raus, da kommen die Krampfader. Was passiert? Und bis zuletzt kommt zur Schwangerschaft Diabetes. So, das ist eine gute Vorsorge. Wenn ich sehe, dass heutzutage die Schwangeren nicht aufgeklärt werden, es sind Sendungen, da werden Milliarden verblödet für allerlei, für Werbungen, für materialistische Sachen, für Konsum. Aber wir haben noch keine gescheite Werbung gesehen, wo Schwangere erklärt wird. Es sind ein paar Hersteller, die machen ein paar Vitamine für Schwangere, aber auch ohne Werbung, die werden dann nebenbei so angeboten. Ich sag euch warum. Wenn diese Menschen nehmen würden, Frauen und Mann, da würden gesunde Kinder kommen. Und gesunde Kinder haben auch gesunde Eltern, sich freuen, da wird die Pharmaindustrie nichts haben. Passiert es aber, dass Mangel an dem ein Kind mit offenem Rücken auf die Welt kommt, ein Kind mit einem Herzfehler, einmal von Carnitin kann sich der kleine Körper nicht ausbilden, dann hat die Pharma schon einen Gewinn. Und die ganzen Behinderten von Kindern, was da kommen, da wird geschoben, oh, das ist auch der, ich weiß wegen der Befruchtung und sowas. Nein, das kommt durch Mangel an Nährstoffen von der Frau, die das Kind hat, es kommt zu Fehlbildungen. Es fehlen Organe, es kommen offene Rücken, es kommen allerlei für Sachen in behindertes Kind. Und was passiert? Das ist auch der Sinn der Pharma. Behinderte Kinder sind eine Geldquelle für die Pharmaindustrie. So ein Kind wird abgesandt vom ersten Atemzug, bis dass das Kind stirbt. Außerdem, wenn die Eltern so ein Kind sind, komplett überfordert, irgendwann werden sie Depressionen haben. Und was passiert? Da verkauft die Pharma Mittel, Antidepressiva, Psychopharmaka. Bedeutet, darum wird es gemacht. Und darum fordere ich, dass in Werbung, auch heute in dem scheiß Fernsehen, wo 24 Stunden läuft, mal auch über Schwangerschaft, über Leben, was braucht man eine Schwangerschaft, was braucht ein Mann, was braucht eine Frau, und nicht ein Automechaniker, der mit dem Kindenbauch euch erklären muss, was man da machen muss. Ich habe bis jetzt noch nicht gesehen, dass ein Arzt, es werden allerlei für Untersuchungen und Ultraschall und Blut untersucht, es wird vielleicht ein wenig Jod gegeben, dass kein Kreatinkopf entsteht, es wird vielleicht Eisen bei Schwangeren Eisen braucht und vielleicht die Folsäure geben, aber sonst höre ich von gar nichts. Und außerdem, in dem Moment, wo die Frau da ist, ist der Vorgang schon längst passiert. Es ist eine Befruchtung passiert mit zwei Menschen, die Mangel haben an Nährstoffe, und dann entweder das Kind verloren oder es kommt zu einer, so wie ich sage, Fehlbildung, Missbildung, wie auch immer. Also das seht ihr. Jetzt gehen wir weiter. Ich will euch sagen, ich war auch, wie mein Kind geboren ist, da war noch eine andere Frau. Was passiert mit einem Kind? Wenn, ich weiß, die Fruchtblase platzt, ist so wie bei mir, ich glaube, Moment, jetzt gibt es ein Problem. Was wird im Krankenhaus gemacht? Das Kind kommt, dann heißt es einmal, Moment mal, erstmal warten. Wenn das Kind kommt, sagen sie, was soll man jetzt machen? Das ganze Leben wurde diese Frau mit künstlichen chemischen Mitteln behandelt von der Pharma. Und wenn das Kind rauskommt, dann heißt es auf einmal von der Medizin, von der Ärzten, och, das muss jetzt auf natürlichen Weg passieren. Da können wir nicht mithelfen. Wir müssen erst mal warten. Und warten und warten. Genau wie ich war mit meinem Sohn, da war eine Frau, haben sie gelassen, 1, 2, 3, 4 Tage mit geplatzter Fruchtblase, in der Hoffnung, dass diese Frau natürlichen Weg raus. Sie war aus Thailand, dadurch hat sie Vitamin D3 mal gehabt, hat nicht mal das Kraft gehabt, das Kind rauszupressen. Und erst am vierten Tag ist ein Kaiserschnitt gemacht worden und das Kind ist geboren, behindert mit Sauerstoffmangel. So, das sage ich euch, liebe Ärzte, als Automechaniker, wart nicht, bis das Kind im Wasser gefallen ist, sondern manche Frauen können ihr Kind nicht, weil sie enges Becken haben, nicht auf die Welt bringen, da können sie pressen und viele durch Mangel an Nährstoffe sind nach 2, 3 Stunden komplett erschöpft, die haben keine Kraft mehr und dann wird gewartet. Geduld bringt Rosen, manchmal verschissene Hosen und in Deutschland auch behinderte oder tote Kinder und vielleicht insgesamt mit toter Mutter. Ich kann nicht warten, bis der Kleine sie mit der Motorsäge da rausschneidet und einfach rauskommt. Okay, bei mir habe ich schon vorbereitet, seht ihr da, da steht sie. Ich habe halt was Größeres, da staune ich, dass der Kleine nicht rausfällt, aber sowas darf nicht sein. Wir müssen angreifen, nicht erstmal Chemie und dann sagen, auf einmal springen von Chemie und spielen die Großen natürlich, aber in der Wartung, dass vielleicht von alleine geht bei manchen Frauen, jeder Mensch ist verschieden, Beckenknochen sind verschieden, es geht nicht. Und da müsst ihr handeln. Und da könnt ihr nicht einem Ehepaar ein behindertes Kind zumuten, nur weil es 4 Tage zugeschaut hat. Ich habe das selber erlebt und habe auch viele Fälle. Okay, so wie ich sage, und da kommt das Kind raus. Und was wird gemacht? Da kommt für den kleinen Kind, Moment, oh, ich glaube, Moment, mach mal so, da kann ich besser reden, wenn ich auf jeden Fall befreit habe.
Jetzt habe ich ihn da. Da ist er. Hübscher Kerl. Ganz die Mama, oder? Der Bart fehlt ihm, aber ganz die Mama. Komm mal her. Gleich kriegst du Brust von der Mama. Komm mal her. So, jetzt sind wir da. So, jetzt geht weiter. Ich habe euch alles erklärt, was da läuft, wie da läuft und alles. An was das liegt, dass immer nicht schwanger. Es sind auch viele Menschen, die bei mir angerufen haben. Ich habe zig Menschen, zig Ehepaare. Hey, Paco, aus. Aus. Rodil, schön brav sein. Zig Paare, die bei mir angerufen haben. Sie machen künstliche Befruchtungen. Sie haben die Nahrungsergänzungsmittel genommen und die Schwangerschaft hat geklappt. Die nehmen auch weiter. Das Kind ist gesund, hat blaue Augen. Zig und zig, kann euch die Fälle sagen. Es sind Menschen, die gesagt haben, danke, Herr Robert Franz, hätten wir sie nicht kennengelernt, hätten wir jetzt kein Kind. Wir hätten noch weitergemacht, irgendwann hätten wir den Glauben verloren an uns selber. So, das merkt euch, nur gesunde Körper, ja, nur gesunde Körper. Was willst du von der Mami? Du kriegst keine Brust. Nein, Astro kriegt keine Brust. Den Astro habe ich von Italien gerettet, der wäre schon längst eingeschläfert gewesen. Haben sie gesagt, Herr Franz, wollen Sie nehmen diesen Beißer, da seht ihr, was für ein Beißer da ist. Ein Hund, was längst schon in Kalabrien eingeschläfert worden ist. Ich werde es liebkost seine Adoptivmama. Okay, so geht mal runter. Jetzt erzählen wir weiter. Und was ich noch fordere und was ich von den Eltern, was ich gemacht habe als Elternteil, wenn dieses Kind geboren ist, es hat er jedenfalls Mängel. Von der Ärzte wird es nichts verschrieben. Einfach, ich weiß, an die Brust oder wenn nicht, an die künstliche Milch. Da wird gegeben 800 Einheiten Vitamin D3 Vegan-Toiletten. Für mich eigentlich zu wenig. Schweden gibt 2000 Einheiten. Täglich, dadurch haben wir 80% weniger Diabetiker. So, und nach einem Jahr wird gestoppt. Wenn der Kleine ein Jahr ist, kriegt er keine Sonne mehr und dann hat er ein erbärmliches Schicksal. Und ohne Vitamin D3, ohne Nährstoffe, kommt er genau in demselben Alter wie seine Eltern. Er sucht seine Frau, er heiratet und hat dieselbe Probleme mit der Generation. Mich ärgert, dass die Jahre vergehen, es gehen Jahre und Jahrhunderte und es wird kein Wissen weitergegeben. Ich kämpfe seit Jahren, gibt es Wissen weiter über Natur, über alles, sodass gibt euren Kind weiter Vitamin D3. Wenn ein kleines Kind 800 Einheiten bekommt, für jedes 10 Kilogramm, ich weiß 1000 Einheiten, würde ich mein Kind während der Schulzeit, während dem, ich weiß, Volksschule, Gymnasium, Studenten und alles, ich habe viele Mütter, und dann ihm die Gabe mitzugeben, sich selbst zu versorgen, weil in dieser Welt heutzutage, wo die ganze Lebensmittel voll sind mit allerlei für verseuchte Sachen. Da brauchen wir einen gewissen Körperschutz und die Welt wird nicht besser. Höchstens wir ändern sie. So dass, denkt, was ich euch gesagt habe, in Sachen Schwangerschaft. Und ich werde weiter für euch forschen. Ich werde alles, mein ganzes Wissen. Ich werde auch schauen, dass ich immer von vielen Menschen, der Franz, wie kann ich Robert Franz erreichen? Ruf sie an, fragen sie nach meiner Nummer. Ich kann auch nicht jeden erreichen, aber ich werde so viele Informationen im Netz stellen, dass die Welt vielleicht nicht nur so besser wird, dass da vielleicht bessere Menschen stehen, die ein Herz haben. Und ich werde gegen jeden Widerstand kämpfen. Ja, der Kleine, das kann er zeigen, da, Mittelfinger für die Pharmaindustrie, so zeig's Ihnen, mein Kleiner. So, Pharmaindustrie, ich bin kein Stück Chemie, ich bin kein Stück Scheiße, ich will nicht vergiftete Lebensmittel, ich selber will mich nicht mit Medikament vergiften. Und so, mein Sohn, jetzt geht unsere Reise weiter. Ich wünsche euch alles Liebe. Hat alles geklappt. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich habt ihr was daraus gelernt.